Mit der 14. Sport und Fun in Ried steht die größte Sportmesse des Landes in den Startlöchern. Diese wird von 13. bis 15. März über die Bühne gehen und findet gemeinsam mit dem Sportland Oberösterreich statt. Rund 60 Sportstationen sowie zahlreiche Fitness-, Outdoor- und Sportprodukte und auch Neuheiten und Bewerbe laden zum Mitmachen ein. Keine Sorgensal wird mit eingebunden. Da gibt es ein FIFA-Turnier an einem Tag. Es gibt am Sonntag einen Yoga-Tag, wo ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert werden können. Das erwähnte FIFA-Turnier findet am Messe-Samstag statt. Ganz einfach FIFA 20 auf der PlayStation 1-1 und das Finale wird dann auf der Live-Radio-Bühne gespielt, wo es dann sogar mit Kommentatoren dabei ist. Das wird sicherlich ein Highlight, wo die anderen auch die Besucher ein bisschen mitfiebern können. Neu ist in diesem Jahr auch die Sportart Takeball. Das ist Takeball, das ist eine Neuheit. Das ist wirklich eine gebogene Platte, wo man dann mit Kopf und mit den Füßen spielen kann. Also das ist sicherlich wert, dass man da mal vorbeischaut. Auf der Sport und Fun wird auch gelaufen und das seit mittlerweile 10 Jahren. Es gibt ja die Maxima-Kinderläufe und die Löffler-Messeläufe und auch die Businessläufe. Letztes Jahr waren insgesamt knapp 750 Starter dabei und heuer gibt es was Besonderes, 10-Jahr-Jubiläum, wie von dir angesprochen. Die ersten 400 Kinder, die kommen, bekommen ein Laufshirt gratis dazu. Für alle Tauchfreunde gibt es in diesem Jahr einen Tauchcontainer, eine echte Besonderheit. Soweit ich weiß, ist es sowohl für Anfänger, die das erstmals da reinschnuppern können. Es wird Neoprenanzüge zum Ausbauen geben. Natürlich wäre es gescheit, wenn man eigene Bademode drunter anhat. Aber auch für Fortgeschrittene kann man dort einige Tauchgänge simulieren. Also das ist durchaus auch für Profis auch geeignet. Zum ersten Mal wird auch Intersport Kaltenbrunner mit Sport- und Fitnessprodukten Teil der Messe sein. Vor allem das E-Bike liegt derzeit voll im Trend. Wir merken einen Megatrend beim E-Bike-Fahren. Es tut sich ja immer in den Motoren was. Es gibt wieder viele, viele Neuheiten im E-Bike-Bereich. Und ja, und heuer bei dem Wetter ist es natürlich ideal, weil man kann ganz Jahr schon mittlerweile E-Bike fahren. Dank der Kooperation mit Fill for Future ist am Freitag, dem 13. März von 8 bis 16 Uhr gratis Eintritt für alle Besucher. Das sollte unser Beitrag sein für ein gutes und gesundes Miteinander in der Region. Und auch wir sind mit dem Messestand vertreten. Ist zwar vielleicht sehr ungewöhnlich für ein Maschinenbauunternehmen, aber auch bei uns in der Firma spielt Sport eine große Rolle. Und das wollen wir der Region auch zeigen. Und wenn wir schon die Möglichkeit haben, sind wir mit coolen Aktionen dort vertreten. Die Sport und Fun in Ried von 13. bis 15. März.